Hallo, herzlich willkommen Leute, hier ist Corrupted und ich bin wieder da. Vielleicht habt ihr mich vermisst, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr sauer, dass ich wieder da bin und denkt euch, verdammt, jetzt sind noch mehr Videos in meiner Abo-Box. Aber nein, wir spielen wieder Indie Horror, so wie wir aufgehört haben. Zurück zu meinem Ursprung, zurück zu den Wurzeln. Lea, das Spiel wurde mir vorgeschlagen von einem von euch, hat gesagt, dass das Spiel ziemlich gruselig sein soll und eine sehr gute Story haben soll. Soll ca. 20 Minuten lang gehen, deswegen springen wir direkt mal rein, nachdem wir die Optionen reingucken, die ich nicht anklicken kann. Also einfach... Okay. Gute Sounds. Ich verstehe das Spiel. Du musst nicht ganz so laut. Ich mach's dir genau. Komm, ich mach noch lauter. Noch lauter mach ich dich. Okay. Oh. Okay. Hier ist ein Zettel. Lea, we had to go out and pick up a few last minute things. Feel free to head upstairs to your room. Heart, Mom. Sorry, television isn't working. Okay. Unsere Mutter hat gesagt, dass sie noch etwas zu tun hatten. Sie. Und unser Vater und wir sollen schon mal nach oben in unser Zimmer reingehen. Und das Bild ist verdammt creepy. Aber es gefällt mir. Fuck! Okay, es ist laut. Okay, ich habe einen Schlüssel eingesammelt. Mit dem werden wir jetzt diese Tür aufschließen. Sag ich doch. Oder hier? Nein, wir wollen nicht wieder raus. Wir bleiben hier. Wir sind alleine hier drin. Okay, dem Bild traue ich nicht. Den draußen sowieso nicht. Das heißt, hör auf mich an zu. Der Typ guckt mich an. Ich sag's dir, der guckt mich an. Okay, ist noch nichts passiert. Ist eigentlich ein wunderschönes, angenehmes Spiel bis jetzt, aber ich habe trotzdem schon. Don't open, please. Ich will es nicht aufmachen. Okay, dann mach ich's auch nicht auf. Dein Essen, Papa. Dein Essen lass ich ganz schön in Ruhe. Du kannst mit deinem Essen machen. Leas Birthday. Habe ich heute Geburtstag? Sag mir nicht, ich habe heute Geburtstag und ihr habt mir einen Zombie oben als Geschenk hingestellt. Ich mag Zombies. Nee, nicht so. Ich meine, ich hätte zwar gesagt, ich mag Zombies, aber ich mag Zombies doch nicht so. Ich habe gelogen. Holy shit. Okay. Regel. Ihr holt jetzt alle ein paar große Kopfhörer und ihr zieht die jetzt auf. Pausiert das Video. Habt ihr den Sound gerade gehört? Das war krass. Scheiße, ey. Okay, okay. Fuck, was war das? Oh, ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Ich habe ein paar Tage keinen Horror aufgenommen. Und ich spüre es direkt. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Das ist ein Spiegel, ich muss in den Spiegel reingucken. Okay. Remember this? Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Ach, du heilige Hogen. Da ist da draußen ein Geist. Heilige Scheiße, ist das gruselig. Taschenlampe oder Kerze, hä? Darum geht's hier. Ich will Taschenlampe. If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound? Das ist sehr philosophisch hier. Wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand in der Nähe ist, um zu hören, macht es trotzdem ein Geräusch? Weiß nicht, könnt ihr drüber entscheiden. Teen dies after jump from one. Okay, ein Jugendlicher hat sich hier in der Gegend selbst umgebracht, weil er von der Brücke gesprungen ist. Jetzt sagt mir nicht, dass ich das gewesen bin, ich tot bin, ich jetzt irgendeine Geisterwelt bin. Fuck, die Atmosphäre, Freunde. Die Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob es gerade irgendwas draußen war oder im Spiel. Hör auf, so viele Geräusche zu machen. Ich kann nicht kommentieren. Ich bin so nervös gerade. Freunde, das... Oh, das macht keinen Spaß. Das ist so schlimm. Da soll ich runter, ja? Ich soll da runter. Okay, ich gehe. Ich gehe ja schon. Leute, ich habe so eine unglaubliche Gänsehaut. Was passiert? Spiel. Hallo? Oh Gott, wo bin ich denn? Ach du Federball. Federballing hell. Was ist das denn hier? Oh, the bridge builder. The builder lifted his old gray head. Good friend of a path I have come, he said. There followed me today. A yeah, of whose feet must pass this way. This chasm that has been an art of me.
To that fair-haired youth may a pitfall be. He, too, must cross the twilight dim. Good friend, I am building this bridge for him. Nein, das tust du mir nicht an. Das Ding folgt mir. Oh mein Gott, mein ganz... Oh, ich brauche eine Pause. Mein ganzer Körper. Fuck. So eine schlimme Gänsehaut. Das Ding folgt mir nicht, oder? Fuck, ist das schlimm. Oh, ein Geister-Teddybär. Ein Geister-Teddybär kann ich mitnehmen. Oh! Ich hab mich gerade echt von dem Geräusch erschrocken. Death of a Salesman, Arthur Miller. Some have the courage to live, others have the courage to die. Manche haben den Mut zu leben, manche haben den Mut zu sterben. Hör auf, Geräusche zu machen, Statue! Bitte! Vielleicht muss ich den Teddybär von oben bringen, den hier unten hinstellen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das tun, vielleicht auch nicht, ich hoffe nicht. Fuck, es ist dunkel hier unten, Buch. Was ist das für Geräusche? Oh, wenn irgendein Jumpscare kommt, Leute, ich werde so schreien. Nee. Nee. Okay. Shit. Leute. Oh. Erinnere mich bitte daran, nie wieder. Nie wieder eine Pause länger als einen Tag zu machen. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ist das laut? Okay. Okay, wo sind wir? In irgendeinem Zimmer. Oh, ich bin so nervös. Das steht mein Herz nicht durch. Das ist gerade so schlimm. Okay, ich glaube, ich bin es echt nicht mehr gewohnt. Freunde, the bird boy. Oh, soll ich es alles durchlesen? Okay. Late one autumn night, a young queen stood by her window, gazing upon the silent and deserted meadows gleaming up the moonlight. Oh, Leute, mein Herz. Okay. Suddenly, far, far up in the sky, she heard the weird cry of birds flying southward. Like, ruhig Musik! In the lifting her eyes, the queen beheld bird after bird fly across the golden sheet of a moon. Oh, lovely, happy birds, what she... Ich kann es nicht. Oh Gott. Oh Gott, okay. Oh, okay, okay. Warte, war was auf der letzten Seite. Whatever. Whatever. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Das war mir ein bisschen zu viel. Bird Suicide. Okay. Das ist auch noch durchlesen hier. Okay. Sorry, das ist mir ein bisschen zu viel. Und ich bin gerade nicht in der Stimmung, hier so lang rumzustehen. Während Sachen hinter mir sein könnten. Also, wenn ihr Bock habt, lese ich das gern durch. Ich bin grad. Okay. Ich packe euch den Text von dem Buch eben mal unten in die Beschreibung rein. It's December 3rd. It's December 3rd. 3. Dezember. It's been about a month since Oliver passed, and I still can't help but feel like it was my fault. I had been so immersed in my studies that I neglected to attend any of my son's performances or okay. Even spend any time with him at all. I let my work become my life. Some part of me feels like this is sort of a catalyst for my son's suicide. Yeah. My wife has certainly been under a lot of stress lately as well. And it feels like she was the only one who understood Oliver. I know that Katie's taking this all quite well and I just hope that Lee is too young to understand what's happened. I get it. Okay. Storytime with Corrupted. Unser Bruder hat sich umgebracht und wir sind Lea und wir kommen anscheinend doch nicht ganz so gut klar, wie unsere Eltern dachten. Scheiße, ich will den Bildern nicht so nahe kommen, die sind so creepy. Und die Musik ist sehr laut. Okay. Okay, okay, laut, 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 laut. Okay, ich hab's kapiert. Mal gucken. Nein, kann ich nicht.
Boah, die Musik ist so laut. Ich hoffe, ich kann die ausmachen. Oh, danke schön. Okay, geht das Ding auch? Nein. Okay. Sorry, wenn ich in dem Video gerade nicht so viel... Oh, ein leeres Bild. Nicht so viel kommentiere. Blut. Weil ich bin mit den Nerven fertig. Kein Jumpscare bis jetzt. Okay, kein richtiger, aber die Atmosphäre in dem Spiel. Die ist bombige Sahne. Allererste Bombensahne. Wahnsinn, wirklich. Oh, scheiße. Oliver went with me to the park today. I wish he would play with me more than you... But he only read? Ich hätte was gehört, ey. Oliver never talks to me and he only plays with his friends from the Feather Theater, I guess. I can't wait until I am older and I can show him how many friends I have. Mom said that Oliver won't come home anymore. Mom's crying and I don't know why. I hope I see him soon. Er ist tot. Mom said that Oliver isn't a new home in the sky. Maybe he's flying with the birds. Oliver visits me all the time now and he always plays with me. Oliver's the best brother. Unser Geisterbruder. Ach du fucking hell. Ach du fucking hell. Ach du fucking hell! Ah, listen! Okay, unser Geisterbruder besucht uns und spielt mit uns und ich habe Angst, es ist alles creepy! Ah. Teddybär, Teddybär! Teddybär aus der Hölle, was steht da drauf? Lea, natürlich! Muss ja sein! Muss ja unseren Namen machen. Oh, ich habe so eine Gänsehaut. Ich habe so eine Gänsehaut. Ah, scheiße, ich will nicht rein. Hier ist irgendwas Gruseliges drin. Notizbuch. Lea has been calling more often than usual just to talk about random things. It was enjoyable at first, but now I can clearly tell that she's upset about something. She has been talking about family a lot, saying how important they are. She repeated several times that Oliver did not want to be forgotten. It really stuck with me. During our anniversary today, Lea brought up all this extremism. Brought up Oliver multiple times, asking me what he was like and then asking about his death. It was all quite strange because I don't see how he showed, how she could have told memories of him when I was, I mean, when I hardly remember him. This is the third day in a row that Lea has called. Today, Lea told me that she can still see Oliver. This is ziemlich creepy. She called and said that Oliver was with her right then, and he wanted to talk to me. I hung up because, to be honest, she was freaking me out. Later today, though, she called back and... Oh, ich kann es echt schwer lesen. And... And... Ich habe keine Ahnung, was da steht. Wirklich, die Handschrift ist sehr komisch. I think spending a few days with Mom and Dad will help her. And if it makes her stop calling me about her dead brother, I'm all for it. Scheiße. Fuck. Fuck. Ich will mich nicht umdrehen. Oh, das ist so creepy. Lea has been missing for more than a week now and all of us... All of the interest she had in Oliver and his suicide hack has me worried. I just don't want to lose my sister. Fuck. Oh Leute, das Spiel ist echt... Leute, so... So designt man ein Horrorspiel. Das ist der größte Psycho-Scheiß entlang. Fuck. Fucking hell. Da, hier ist ein Jumpscare drin, ich weiß das. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck! Oh Scheiße. Okay, das will ich eigentlich... Oh Gott, ist das schlimm. Oh mein Gott. Ah! Das war der schlimmste Jumpscare seit langem. Oh mein Gott, ich will nicht mehr. Lass mich hier raus. Ich muss hier raus. Oh mein fucking Gott. Oh mein 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 Gott. Heilig Scheiße, ist das hart. Hör auf, lass mich. Ich will einfach nur sterben. Bitte lass das Spiel vorbei sein. Bitte lass das Spiel nicht eine halbe Stunde lang sein. Oh Gott, ist das schlimm.
Ach du heilige Scheiße. Okay, ich war fest überzeugt, dass es in dem Spiel keinen Jumpscare gibt, aber... Well, fuck it. Das war ein schlimmer Jumpscare. Das war ein richtig schlimmer Jumpscare. Das war die Hölle. Freunde. Ach, Corrupted is back mit einem Knall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bereue es so. Oh, wer auch immer mir das Spiel hier vorgeschlagen hat. Holy hell. Holy fucking hell. Das ist ein krasses Spiel. Ah! Oh. Oh mein Gott, lass mich hier weg. Lass mich hier von Ruhe. Oh mein Gott, ich muss weg. Oh mein Gott, mein ganzer Körper zittert. Oh, ich habe so eine Gänsehaut, Freunde. Ich habe so eine federballige Gänsehaut. Oh mein Gott, renn schneller, bitte. Lauf schneller. Ich muss spielen noch lauter, fuck it. Wenn schon, denn schon, Freunde. Wenn schon, fucking, denn schon. Oh mein Gott, also, ich habe lange nicht mehr so ein Spiel gespielt, was mich so extrem in den Bann gezogen hat. Ich will nicht mehr. Ich muss hier weg. Bitte lauf schneller. Mach, dass es vorbei ist. Ich träume im Spiel nicht. Hier kommt noch ein Jumpscare. Das ist so klar. Hier kommt noch ein richtig fetter Jumpscare. Und ich werde schreien. Ich werde so leiden. Freunde. Ihr seid jetzt mit mir in dem Boot hier drin. Ihr werdet mit mir leiden. Ihr werdet... ich hoffe, ihr erschreckt mich genauso schlimm wie ich. Fuck. Alle Leute, die von euch jetzt wirklich große Kopfhörer geholt haben und das Spiel auf... hohe Lautstärke sich angucken. Mega fetten Respekt, das Spiel ist schlimm. Das Spiel ist mega bitterbringend schlimm. Lass vorbei sein. Lass es vorbei sein. Lass es vorbei sein. Oh mein Gott, das war's. Oh mein Gott, hier kommt noch ein Jumpscare. Der finale Jumpscare. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Oh mein Gott, Freunde, Freunde. Ich will nicht. Ich hab echt Angst. Das hatte ich lange nicht mehr im Spiel. Outlast und sowas. Ging alles so. Aber jetzt... Da kommt ein Jumpscare, ich sehe es kommen. Letzter finaler Jumpscare. Bring it on. Bring it on. Leah und Oliver. Ja? Oh mein Gott. Fucking Gänsehaut. Ich träume nicht. Ich träume im Spiel nicht. Ich bin so tot. Oh mein Gott. Ich will nicht. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. No, we can play together forever. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Oh mein Gott. Holy fuck. Holy fuck. Okay. Mich hat lang kein Spiel mehr so übertrieben hart mitgenommen wie das hier. Holy fuck. Oh mein Gott. Holy shit! Oh mein Gott, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da bitte. Das war krass. Das war echt krass. Ich dachte, ich kann ein entspanntes Horrorspiel spielen, so zwischendurch. Und was empfehlt ihr mir für einen kranken Scheiß? Okay, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich glaube, ich hab's verdient. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Euer Corrupted, Corrupted Army for Life. Bis dann, Leute. Bis dann, bis dahin. Bye, bye. Basketballkörbe, Pferdeköpfe, fast das gleiche. Also, das ist ziemlich geil Design, dagegen kann ich nichts sagen. Ja. Throw him into the field. Stop being